Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Oberkommando. Wir spielen wieder Europa Universalis 4 mit unseren Koreanern, dem neuen Patch und dem neuen DLC. Mittlerweile ist noch ein kleiner Hotfix erschienen. Für die gerade kriegigen Yeren eigentlich. Ja. Es wundert mich, dass Yeren immer noch in der Lage ist, überhaupt irgendwas zu reißen. Nachdem die ja nur noch aus ein paar kleinen Provinzen bestehen. Aber gut, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass, nachdem der Waffenstillstand beendet ist, Uesugi Japan den Krieg erklärt, damit wir hier wirklich reinspringen können. Vielleicht sollte ich mich schon mal insoweit vorbereiten, als dass ich hier die Galeeren aktiviere und vielleicht noch ein paar dazu kaufe. Das könnte ich eigentlich tun. Ich sehe hier 7 Galeeren und ich weiß, er hatte hier noch einige Schiffe. Wir sind zwar immer noch ja gut, wir sind deutlich über unserem Einheitenlimit. Wenn ich hier noch ein paar Galeeren dazu ordere. Ich sag mal 3 Stück auf 15. Das macht hoffentlich nicht allzu viel. Gut. Ansonsten kann ich hier eigentlich noch. Wir haben 13, 4, 13. Kann ich hier eigentlich noch jeweils einmal dazu machen. Und dann machen wir mal weiter im Text. Yeren möchte, Karadel möchte. Okay, Karadel gebe ich Yeren nicht. Und dann schauen wir mal. Bist du hier eigentlich ein... Natürlich bist du ein Land von besonderer Wichtigkeit. Du bist immerhin mein künftiger Kriegsgegner. Wie viel mache ich eigentlich plus gerade? 6. Ich habe einen Armeeunterhalt, der das reduziert. Dann haben wir hier Moral. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Wer ist gestorben? Ein Berater. Ach, unser Militärberater. Na super. Moral, Einheitenlimit. Da kommen wir eh nicht ran, dann heißt, dann stelle ich jetzt einfach mal den Moraltypi ein. Und ich könnte... Hier die letzte Einflussidee. Das würde wieder unsere Vasallen etwas verbessern. Gucken wir mal, minus 10... Ah, ich glaube, ich mache das einfach nochmal. Damit wir die Idee hier voll haben, dann bekomme ich ja auch noch hier... Kosten für unrechtmäßige Forderungen, minus 50%, das ist nämlich ganz gut. Sehr schön. Und damit kann ich jetzt auch die oligarchische Administration übernehmen. Was bringt mir das eigentlich nochmal? Auch mehr Steuereinnahmen, weniger Stabilitätskosten... Monatliche Autonomie sinkt stärker. Diplomaten, noch einen mehr. Wir können plus 5 Staaten mehr ausrufen. Wir verlieren aber 4 Stabilität. Aber die können wir uns, glaube ich, relativ schnell wiederholen. Ja, jetzt haben wir mal plus 1. Ist jetzt nicht so geil, aber... Ich glaube, es lohnt sich, insgesamt das getan zu haben. Oh, okay. Wahl. Die Amtszeit von Moon dem Ersten ist abgelaufen. Warum denn Wahl? Ach so, weil wir jetzt unser Regierungssystem... Ah, wir haben unser Regierungssystem... Ach nein, wir sind jetzt eine Republik. Oh.
War das jetzt so gut? Wir haben jetzt Republikaner. Oh nein, wir sind eine Republik. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Scheiße. Na gut. Ja, dann ist das jetzt halt so, ne? Achso, und jetzt hat man halt immer noch den Vorteil, je länger man ihn behält. Ich meine, jemanden zu behalten, kostet immer republikanische Tradition. Wie alt ist denn der Großkonsul Moon? 37. Gut, das funktioniert, also Republiken funktionieren immer so, man hat nach gewisser Zeit immer Wahlen. Man kann seinen Herrscher dann, guck mal, wie lange geht das, immer 4 Jahre, nach 4 Jahren behalten. Dann wird er besser, weil er mehr Erfahrung generiert. Gleichzeitig verliert man republikanische Traditionen. Ja, und man sollte das nicht zu weit reduzieren. Letztendlich, weil das dann irgendwelche Mali, dann kommt, hier haben wir zum Beispiel schon mal einen Stabilitätskostenmalus. Ist die Frage, soll ich den Mann behalten? Das ist recht niedrig gerade. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal den militärischen Kandidaten nehmen. Und ihn hier feuern. Vor allem ist der böswillig, das ist immer gar nicht so geil. So. Okay, jetzt haben wir hier eine Eigenschaft bekommen. Das ist gut. Auswirkung, aggressive Expansion. Minus. Das ist schön. So. Aufstieg des Adel. Mehr Einfluss ist in Ordnung. Gut, dass die aber jetzt auch Eigenschaften haben, das finde ich echt ganz, ganz gut. Wie alt ist der? Der ist 40, okay. Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir ein bisschen republikanische Tradition sammeln. Jedes Jahr plus 1, das ist natürlich nicht so viel. Aber es gibt oftmals auch Ereignisse, wo das nach oben geht. Und wenn man da mal so einen Wert hat an die 90 und dann noch einen relativ jungen Großkonsuln oder Kandidaten, dann kann man den wirklich immer wieder wählen lassen oder gucken, dass er immer wieder gewählt wird und dann bekommt man hier einen relativ starken Herrscher, auch wenn der jetzt recht kacke gerade ist. Okay. Landstände fordern mehr Territorium. Ach, die Kaufleute wollen jetzt auch wieder was abhaben vom Kuchen. Schauen wir mal. Das hier können wir alles noch vergeben. Also das hier ist so die Autonomie, ne? Dann würde ich euch irgendwas geben mit hoher Autonomie und niedriger Entwicklung. Das da oben, das ist so richtig scheiße. Guck mal hier, das können doch die Kaufleute nehmen. Wollt ihr das nicht, oder was? Aha, die finden das immer noch scheiße. Super. Ihr lasst euch nicht bescheißen, was? Hm. Was könnte ich euch denn noch geben? Eine Provinz, die richtig kacke ist. Na, das hier zum Beispiel noch. Also die da oben eigentlich alle. Wollt ihr mich verarschen? Boah, die geben sich. Okay. Okay, da muss ich denen wohl doch irgendeine teurere Provinz geben. Irgendetwas Teureres.
Wo dann ungerne. Was wäre denn mit Boduna, wenn ich euch das hier gebe? Kaufleute, Loyalität um 2%, Einfluss auf 17, Anteil Land auf 5,2. Wie viel braucht ihr denn, um zufrieden zu sein? Die wollen mindestens einen Anteil haben von 20. Oh. Das heißt, ich bräuchte irgendwas, was den Anteil an Land um 17%. Oh Mann. Um 17%. Super. Buh. Also braucht ihr doch irgendwas Wichtiges, wie wär's denn damit? Auf 8? Das ist doch ein Scherz. Und das ist ein Handelszentrum? Auf 6? Alter, was stimmt denn mit euch plötzlich nicht? Auf 11,3. Warum wollen die plötzlich so viel Kram haben? Was ist denn hiermit? Auf 15? Ich wollte mich doch verarschen. 13. Auf 14. Dann bekommt ihr halt das mal noch. Boah, das nervt mich jetzt gerade. Loyalität um 4. Um 2. Wo sehe ich denn Einfluss um 4%? Wie viel Land das ausmacht. Das wäre mal eine hilfreiche Information. Hier Altschuka kann ich noch weggeben. Auf 15. Was kann ich denn noch weggeben? Wollen wir denn noch Autonomie? Das kann ich noch weggeben. Das bringt aber fast gar nichts. Muss ich doch irgendeine teurere Provinz nochmal oben drauf legen. Ach Mensch, immer der falsche Knopf. Hier, was wäre denn mit der hier? Die ist nicht ganz so teuer, weil nicht so hoch entwickelt. Aber wahrscheinlich hat es immer irgendwas mit der Entwicklung zu tun, ne? Und das da? Auf 21. Okay, na komm, dann nehmt ihr eben noch das. Damit ihr auch zufrieden seid. Das kostet jetzt natürlich ein bisschen Geld, weil die jetzt autonom sind. Apropos Autonomie, kann ich da vielleicht irgendwo was noch verändern? Chara, religiöse. Sind das die hier? Chara, ja. Wird in Chara gerade missioniert? Ach ja, okay. Gut, dann hat sich das eh erledigt, sobald die Missionierung beendet ist. Gut, sehr schön.
Also, okay. Ich habe Ansprüche, ja, weiß ich. Wie sieht's aus? 97,6. Ich bräuchte dann auch mal irgendwann einen guten General, ne? 4,18, das ist jetzt echt bedauerlich. Aber ich hoffe, dass diese Entscheidung uns langfristig nützt. Ach, jetzt haben wir ja noch einen Diplomaten, ne? Okay, ich kann mal wieder ein bisschen Beziehungen mit den Ming verbessern. Alter, die sind so riesig jetzt, ne? Würde Yeren eigentlich mein Vasall werden? Nee, die hassen mich. Ja gut, ist klar. Aber das wird echt nochmal ein massives Problem hier. Diese Ming. Wie viele Lieder kann ich eigentlich? Zwei Lieder. 50 Diplo mach. Achso, ich habe gerade sehr, sehr wenig Diplo Power. Ich könnte den Schwerpunkt ändern. Minus 10, minus 10, minus 20. Da ich hier schon den militärischen Leader habe, ich würde es mal so machen. Damit wir ein paar mehr Diplo-Punkte sammeln. ...19 Schiffe haben die hier stationiert. Teeimporte. Unruhe reduzieren, Kosten für Berater reduzieren. Oder mehr Merkantilismus. Ich nehme Merkantilismus. Merkantilismus ist toll. So, Junge. 98,1. Wie viele Leute kann ich hier unterbringen? Nachschublimit 32. Ah ja, das geht ja gerade noch. Dann platziere ich den nämlich gleich mal hier. Damit wir die... Oh, der hat einen guten General, ne? Das hier sind Hügel. Muss ich mal gucken. Hügel... wo konnte ich das nochmal nachschauen? Hügel, Hügel, Hügel. Gefechtsbreite minus 25%. Also ein Viertel weniger. Welche Gefechtsbreite haben wir aktuell? Wir haben 27. Minus 25%. Oh Gott, das muss man wieder Kopf rechnen können. Ich meine, gut, das geht eh nicht auf. 4. Okay. Das heißt gut, minus. Ja, minus. Also 20. Ungefähr. Gefechtsbreite 20. Das heißt, ich sollte hier eigentlich auch einen. Ja gut, das macht nichts, ne? Gefechtsbreite 20, das heißt, ich könnte hier mit einem 40er Stack angreifen. Das heißt, vorne 20, hinten 20. Das ist kein Problem. Darlehen verlängert, okay. Ein bedeutender Mann ist gestorben. War das einer von unseren Beratern? Nö. So, hier sind wir bei 50%. So, wie sieht's aus? 98,8. So, mal noch ein bisschen Geld anhäufen. Das werden wir dann im Krieg durchaus brauchen. Händler desertieren. Abwesender Kaufmann, Macht minus 10 in Girin. Okay. Ha,
Handelseffizienz. Nee, ich mag Merkantilismus. Das gibt immer ein bisschen Geld. Glaube ich zumindest. Wo haben wir das denn? Handel. Geld durch Handel. Produktion. Wo sieht man denn das? Irgendwo sieht man das, glaube ich. Ich glaube hier bei Handel. Merkantilismus. Mehr Handelseinfluss und mehr Effizienz. Das bringt Merkantilismus. aus Handel. Okay. Ein wenig wird es noch dauern. Ach, was ich noch gucken wollte. Kann ich mir eigentlich... Ach so. Jetzt muss ich kurzzeitig überlegen, was ich eigentlich gerade schauen wollte. Bei den Landständen. Vom Adel kann ich mir einen General holen. Oh ja. Ah, dann steigt aber ihr Einfluss sehr, sehr... Aber gut, damit müsste ich dann leben. Kaufleute sind sehr loyal. Schiffe für den Krieg abkommandieren. 5 Karacken. Wäre nicht schlecht. Oder einen Admiral. Also da könnte ich mir jetzt relativ schnell den guten Admiral und den General holen. Das sollten wir vielleicht tun, wenn der Krieg ausbricht. Ein neuer Monarch in Japan. Oh nein, warum ist euer Freiheitsstreben denn jetzt runtergegangen? Mensch, Leute. Doch, es steigt wieder, aber jetzt... Wahrscheinlich hat der Wechsel des Monarchen hier irgendwas verändert. Das ist natürlich höchst bedauerlich. Beziehungsverbesserung zu den Ming, okay. Können wir den mal abberufen. Oh, wurde hier was kolonisiert? Nee. Glaube nicht. Bhutan. Mal immer so ein bisschen gucken. Das hier ist noch Terra Incognita. Ob hier schon irgendwelche Kolonien sind. Zu wem könnten wir denn die Beziehungen noch verbessern? Schwierig in unserer Position. Ach man, das nervt jetzt. Finanzbericht, ja, okay. Also ich könnte das Darlehen zurückzahlen, aber ich behalte jetzt mal das Geld. Vor dem echt viele Schiffe. Die Säcke. Und ein Admiral.
Wir haben einen Agenten entdeckt, okay. So. In 11 Monaten sind sie bei 100. Welche Militärtechnologie habt ihr eigentlich gerade? 12. Was haben wir? Auch 12. Gut. Dann sind wir da zumindest schon mal nicht unterlegen. Das wäre nämlich eine bittere Angelegenheit. So. Wieder ein Jahr vorbei. Wie sieht es eigentlich mit unserem Herrscher aus? Na gut, das dauert, bis der sich in 7 Jahren die nächste Persönlichkeit. Ich glaube, da wechsle ich dann nochmal durch. Zumal wir relativ wenig republikanische Tradition haben. Oh, die Tengri-Fanatiker sind bei 70. Na gut. Dann muss ich vielleicht doch hier ein bisschen die Autonomie steigern. In der Hoffnung, dass ich das jetzt ein bisschen reduziere. Okay. Geld spielt keine Rolle. Ein bisschen militärische Macht für 0,5 Inflation. Wie viel haben wir denn? 2. Ja, das ist okay. Kommen wir ein bisschen näher an unsere nächste Militärtechnologie. Auch wenn die trotzdem ja, noch relativ weit weg ist. So, jetzt sind wir hier bei 100. Strenge Forscher. Oh, das ist cool. Ich habe mich gefragt, soll ich eigentlich die Texte immer vorlesen? Interessiert euch das? Ich kann es jetzt mal den Rest der Folge machen oder auch vielleicht die nächste Folge noch. Wenn es euch nervt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Strenge Forscher. Akademische Institutionen sind gegenüber Korruption nicht immun. Die Profite, die mit dem Missbrauch von Positionen mit großem Einfluss gemacht werden können, können der Entwicklung eines fruchtbaren Umfeldes für Forschung im Wege stehen. Koreanische Wissenschaftler stehen jedoch weit darüber, indem sie sich auf aufrichtige intellektuelle Errungenschaften konzentrieren, die über Titel und finanzielle Beiträge stehen. Der Mangel an Korruption in der Gesellschaft erlaubt es uns, ohne die Behinderung von selbstsüchtigen Interessen zu entdecken und zu erfinden. Wir erhalten jeweils 40 Admin, Diplo und militärische Macht. Das ist schön. So, komm. Tu was, Junge. Warum tut er nichts? Ach komm. So ein kleiner Sack. Erfordert diplomatische Technologie 27, das kann ich gar nicht machen. Rebellen unterstützen. Ach gut, ich meine, ich kann trotzdem mal ein bisschen, wir haben ja sowieso einen überschüssig, ein bisschen Spionage betreiben. Wahl, okay. Ne, und da wir jetzt wirklich relativ wenig diplomatische Tradition haben, nehme ich wieder einen militärischen Kandidat. Aber was man natürlich immer tun kann, man kann gucken,
ob die militärisch was drauf haben, weil wenn die abnippeln, ist es jetzt kein Problem mehr. Ja, guck mal, der ist gar nicht so übel. Sadoheo. Der ist gar nicht mal so übel. Oh, der hat, boah, 5 Nahkampf. Das ist natürlich echt hart. Dieser Zweier. Oh. Okay, unser Herrscher ist ein besessener Perfektionist. Gebäudekosten haben sich erhöht. Na gut. Alter Junge, jetzt mach doch mal. Oh, guck mal, wir haben jetzt ganz viel entdeckt. Oh, wir können jetzt nach Europa gucken. Das ist auch mal interessant. Und sehen jetzt das mal hier alles. Buchara, okay. Russland ist schon gegründet. Der Deutsche Orden hat überlebt. Gegen Polen, Litauen. Osmanische Reich ist riesig. Ungarn, Österreich. Böhmen ist relativ groß. Okay, interessant. Oh, Frankreich. Oh, Spanien ist sehr, sehr mächtig. Ist immer interessant, weil dieses Spiel, das entwickelt sich wirklich permanent. Jedes Mal, wenn man spielt, irgendwie anders. Deswegen ist es immer sehr interessant, das zu sehen. Norwegen existiert nur noch auf Island. Witzig. Südamerika sehen wir auch schon. Und da sind die Spanier auch schon vertreten. Interessant. Sehr, sehr interessant. Tja, aber jetzt hoffe ich endlich, dass der Typ hier mal loslegt. Weil ich muss mal wieder irgendwas Sinnvolles tun. Boah, Junge. Mach doch mal was. Seine Schiffe haben sich kurzzeitig bewegt. Aber das heißt nichts. Ah, nee. 3,2 Jahren. Ich kann meine Stabilität ein bisschen steigern, aber... Raue Behandlung. Mann. Kann ich das nicht beschleunigen? Wann bist denn du fertig? August 15. Oh, das geht sehr, sehr knapp aus. Muss ich doch mal raue Behandlung machen. In 8 Jahren. Okay, dann schaffen wir es. Oh, jetzt. Okay. Jetzt gibt's Krieg. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt. Armeeunterhalt hoch. Dann könnte ich noch eine Kriegssteuer erheben. Jetzt muss ich gucken. Gehst du mal dahin und du? Nee, du gehst dahin. Die Schiffe, ihr vereinigt euch mal alle. Jetzt hole ich mir dann tatsächlich von meinen Landständen oder von meinen Kaufleuten, besser gesagt, mal einen Admiral. Ich hoffe, dass der einigermaßen was taugt. Oh ja, das ist ein guter. Ein ganz guter. Zumindest was das Kämpfen angeht.
Gut, jetzt kann ich hier keinen... Ah, Uesugi kann ich jetzt als Rivalen wählen. Das ist schön. Dann tue ich das doch mal. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal hier. So, und jetzt sollte ich das hier eigentlich schon tun. Oh, ich habe gerade keinen Diplomaten. Okay, dann gehst du mal weg, Junge. 10 Tage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, und jetzt erklären wir dir den Krieg. Warum kommt Uesugi? Aber Uesugi ist doch... Oder haben die schon wieder aufgehört? Nö. Warte mal, und wenn ich direkt Japan den Krieg erkläre? Das geht. Eroberung der Hauptstadt. Deaktiviert. Eroberung. Aber dann kann ich keine Provinzen erobern. Ah, das ist scheiße. Dann muss ich das trotzdem so machen. Oder warte mal, wenn ich dir den Krieg erkläre. Da kommt Shimazu dazu. Warte mal, wo war denn dieser Bildschirm? Ach, hier glaube ich. Wie viel Gefallen? Ming schuldet uns 40 Gefallen. Aha. Gibt 10 Gefälligkeiten aus. Ah. Okay, das könnte ich mal tun. Das heißt, die werden uns jetzt helfen bei Angriffskriegen. Ich warte nochmal den Monat ab, bis wir noch einen Tick haben. Gut. Ach, geht der jetzt auf ein Boot? Und das ist natürlich ganz geil. Jetzt kann ich die hier mal vereinen. Jetzt warte ich nochmal kurz, bis der hier... Ja, jetzt ist er, jetzt geht er auf sein Boot. Das ist nämlich ganz schön. So. Jetzt kann ich dir den Krieg erklären. Aber die Ming wollen nicht. Weil der Krieg weit weg ist. Na, das ist doof. Wenn ich dir Land verspreche, magst du auch nicht. Na gut, dann müssen wir da jetzt alleine durch. Okay. War. Wir haben noch genug Geld, also muss ich noch keine Kriegssteuer erheben. 2 Jahre lang. So, wie viel ist hier Nachschublimit? 30. Gut, eigentlich kann ich die Truppe auch teilen. Okay, mache ich hier gleich mal auf 3. Ich kann hier jetzt gerade nicht drüber gehen, weil hier eine Flotte ist. Dann gehen wir jetzt hier mal in eine Seeschlacht. Oder ich gehe erstmal hier und mach die Kleinen hier kaputt. Willst du mich verarschen? Oh nein, jetzt ist der dazugekommen. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, das wäre fast richtig schief gegangen. Okay, der flüchtet irgendwohin weit weg. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ist jetzt Uesugi eigentlich... Warum führe ich denn jetzt nicht Krieg gegen Japan?
Das verstehe ich gerade nicht. Aber egal. Ach, die blockieren mich gerade. Okay. Warte mal, das ist glaube ich nicht so klug. Ich muss das mal anders machen. Mal anders machen. Mal alle von denen hier. Und ihr bekommt jetzt diesen Anführer. Geht jetzt mal hier runter mit. Okay, ich hätte wirklich, das war ein Fehler, dass ich nicht mit voller Moral angegriffen habe. Okay. Und jetzt wähle ich die da aus und ihr kommt zurück. Dann lassen wir mal nur unsere Artillerie feuern. Derweil könnte ich hier eigentlich schon mal erobern. So. Spalte ich mal. Oder mal einen Tausender ab. Ich geh mal kurz hier rein. Oh oh. Dann kommt der an am 23. und ich flüchte. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da muss ich mich jetzt zurückziehen. Okay, jetzt wird er meine eine Einheit hier schrotten. Oh nein! Warum? Scheiße, das werde ich nicht mehr schaffen. Wann bin ich da? Am 6. Februar. Also in Bungo. Oh nein, 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 nein. Okay, nein, stopp, 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 stopp. Ach, was für eine Kacke. Ist jetzt euer. Jetzt ist der Krieg schon wieder vorbei. Boah, das kann nicht wahr sein, ey. Jetzt hat er seinen Krieg schon wieder beendet. Darlehens Angebot. An Darlehen in Höhe, willst du mich verarschen? In Höhe von 10. Warte mal, meine Festungen, die brauche ich doch alle nicht. Hier muss ich jetzt noch mal kurz aufrüsten. So, Achtung, dann nehme ich jetzt rüber die und die, wähle die Einheit aus, geh mal dahin. Warum greift er den nicht an? Sehr seltsam. Ach, ich bin jetzt. Ich kämpfe gar nicht gegen Uesugi. Hä?
Warum kämpfe ich nicht gegen Uesugi? Seid ihr jetzt unabhängig? Ist ein Vasalle von Japan? Was? Mit. Hä? Was? Ich versteh's nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Unterstützung für Dissidenten. Mir aus. Sonst würde ich gerne noch abwarten, bis wir die Provinz hier haben. Warum bin ich jetzt nicht im Krieg gegen Uesugi? Das erschließt sich mir jetzt gerade echt nicht. Ich möchte mal gerne hier rüber schippern, weil die Schiffe hier auslaufen. Sobald wir... Sobald wir diese Provinz hier erobern. Sehr gut. Intrige des Adels. Das ist ätzend. Weil ich da jetzt wieder gegensteuern muss. Das kostet leider wieder. So, warte mal, aber... Wir haben hier militärischen Zukampf. Aber ich bin nicht im Krieg gegen Uesugi. Nur gegen Japan. Das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Aber wenn es so wäre, dann gibt mir das natürlich neue Chancen. Shimazu. Mutsu. Und dann wollen die wahrscheinlich darüber zu meinem Kameraden. Ja, von mir aus. Aber an dieser Stelle mache ich ein kleines Päuschen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall war, gerne Däumchen nach oben, Kommentar oder Abo. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Oberkommando. Wir spielen Europa Universalis 4 mit unseren Koreanern. Macht's gut, bis bald und Servus.